Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Für mich ist dieses Wort aus Prediger 3 ein Hinweis auf die wichtige Bedeutung des Kirchenjahrs. Ich habe das Kirchenjahr erst als Erwachsener so richtig entdeckt. Jetzt finde ich das toll, mit dem Kirchenjahr zu leben. Sich an Advent und Weihnachten an das Wunder der Geburt Jesu erinnern lassen, in dem Gott Mensch wird. In der Passionszeit Leid und Schuld zu bedenken. Die Ostertage als Tage des Sieges des Lebens über den Tod zu durchleben. Und dann die Sommerzeit mit den Freuden an Gott und an der Natur zu genießen. Schließlich im November zu bedenken, dass wir endlich sind. Und was das Sterben bedeutet. Das Kirchenjahr atmet den Rhythmus des Lebens seit fast 2000 Jahren. Und nun, in 2 Tagen, ist Aschermittwoch. Die Passionszeit beginnt. 7 Wochen bis Ostern, in denen wir Christen an die Leidenszeit Jesu denken. Seit Jahrhunderten sind das 7 Fastenwochen, in denen Christen nicht aus dem Vollen leben, sondern verzichten. Jetzt in der Corona-Zeit noch zusätzlich verzichten, wo wir doch sowieso schon auf so vieles verzichten. Macht das Sinn? Wie wir die Passionszeit begehen, muss jeder in evangelischer Freiheit selbst entscheiden. Aber dass wir die Passionszeit bewusst begehen, auf etwas Bestimmtes verzichten oder auch nur manches viel bewusster wahrnehmen. Das macht ganz bestimmt Sinn. Bis Mittwoch ist noch Zeit zu überlegen, was es sein könnte. Denn ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geht gesegnet und behütet in diesen Tag.